Joel Magnin, das zweite Spiel Youth League endet wieder mit einer knappen Niederlage. Man hat sich tapfer geschlagen. Was sind am Tag nachher die ersten Schlüsse, die du hast gezogen aus dieser Partie? Das war zuerst ein sehr lehrreiches Spiel, wie das erste gegen Manchester United. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft gespielt. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir ohne Punkt nach Hause fliegen. Aber trotzdem bin ich stolz mit dem Einsatz der Mannschaft, weil sie haben wirklich sehr gut gekämpft. Aber schlussendlich die Qualität der Einzelspieler hat den Unterschied gemacht. Was sind die Lehren, die man weiternehmen kann in die nächsten Spiele von dieser Youth League? Das nächste ist wieder ein Heimspiel, die Heime gegen Valencia. Ja, die Effizienz, weil ich denke, dieses Spiel hatten wir schon zwei, drei gute Möglichkeiten, Tore zu machen. Auf internationalem Niveau, der Gegner nützt das eiskalt und wir natürlich da haben wir noch ein bisschen Mühe, unser Tor zu schießen. Wie war jetzt also die Stimmung auf dieser Auswärtsreise mit dieser jungen Mannschaft? Wie war das, zum ersten Mal so etwas zu erleben? Ja, es ist natürlich fantastisch für uns, Staff, für die Jungs, das zu erleben. Zuerst das Youth League-Spiel auf der Anlage von Juventus Torino und nachher die große anschauen in ein fantastisches Stadion. Das denke ich, ich hoffe, dass viele Spieler lernen von den großen Spielen, was sie sehen und was sie auch mitmachen am Nachmittag gegen jüngere Spieler, jüngere Jahrgang, müssen sie etwas mitnehmen und probieren, sich zu verbessern auf die nächsten Spiele. Also ist so in Sachen Persönlichkeitsentwicklung von diesen jungen Spielern etwas Wichtiges, die UEFA Youth League? Ja, sehr. Ich denke, so ein Spiel, Youth League-Spiel, das sind sicher 4-5 Meisterschaftsspiele wert. Und man hat gesehen, zum Beispiel auf dem technischen Bereich, das Extrem, da müssen wir zulegen, weil die Spieler hier, obwohl sie sehr viele ausländische Spieler haben in ihrer Mannschaft, die sie holen, aber da haben sie ein Plus im technischen Bereich, was alles passt, Spiel, Ballannahme. Und man hat das auch am Abend gesehen bei der ersten Mannschaft, dass da ein anderes Niveau ist. Dann wünschen wir gute Erholung und viel Erfolg im nächsten Spiel gegen Valencia. Danke, merci.